Ich möchte dir ein paar Leute zeigen, die aus meiner Sicht super inspirierend sind, wenn es um Gesundheit geht. Ihr fundiertes Fachwissen, langjährige Erfahrungswerte und eine interessante Darstellung machen diese Leute zu Koryphäen in Sachen Gesundheit. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Das ist Professor Dr. Jörg Spitz. Vor 5 Jahren hat er in Salzburg einen Vortrag gehalten und mittlerweile haben über 7,2 Millionen Menschen diesen Vortrag gesehen. Somit hat er einen außergewöhnlichen Beitrag in Sachen Vitamin-D-Bewusstsein geschaffen. Nur seit 10 Jahren bin ich da raus und bin dann in die Prävention gestolpert sozusagen und habe dort dann angefangen, mich schlau zu machen, habe praktisch nochmal eine neue Habilitation in Prävention gemacht und bin jetzt in Sachen Gesundheit unterwegs, Gesundheit und Umwelt. Aus meiner Sicht ist es echt super, dass mehr Leute die Wichtigkeit von Vitamin D verstehen, um die negativen Effekte gar nicht erst entstehen zu lassen. Dass das kein deutsches Problem ist, zeige ich Ihnen hier. 2014 publiziert worden, grün wie bei der Ampel heißt okay, rot ganz schlecht. Und Sie sehen, die Mehrzahl der Studien, jeder Kreis ist eine Studie, international, für ganze Welt aufgelistet. Sie sehen, es gibt kaum Studien im grünen Bereich. Das heißt, auch in allen sonnenreichen Ländern ist der Vitamin-D-Mangel da. Warum? Es ist keine Frage des Breitengrades mehr wie früher. Je höher der Breitengrad, umso schlechter die Sonneneinstrahlung, sondern es ist unser Lebensstil. Wir sitzen alle tagsüber drinnen, praktisch, und haben entsprechend keine Sonne mehr. Häufig sind das Länder, die ganz, ganz weit hinten dran in Entwicklung stehen, wo die Menschen eben noch nicht in den Gebäuden arbeiten und so weiter. Dann ja, aber ansonsten ist die gesamte Weltbevölkerung auf dem gleichen Trip und damit in die Zivilisationskrankheiten. Diese Krankheiten heißen zu Recht Zivilisationskrankheiten. Ob Herzinfarkt oder Tumor oder Zucker oder was auch immer, es gab es früher nicht. Ich kann mich daran erinnern, als ich anfing zu studieren, da gab es so gut wie keinen Diabetes in Deutschland. Und ganz, ganz selten Tumor. Und die ersten Herzinfarkte, da sind die Kollegen von München nach Hamburg gefahren, um Patienten mit einem Herzinfarkt anzuschauen. Und die Rheinländer haben dann gesagt, das ist die Managerkrankheit. Ja, warum? Die Manager waren die Ersten, die das schlechte Leben hatten. Das falsche Leben, den falschen Lebensstil. Also du siehst, der Lebensstil hat einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit und insbesondere die Vitaminversorgung. Und wenn er jetzt schon vor 5 Jahren gesagt hat, dass es nicht ausreichend war, was die Leute an Tageslicht bekommen, ja, wie soll es denn jetzt vor 2 bis 3 Jahren wirklich besser geworden sein? Super viele Leute sind ins Homeoffice gegangen und sitzen stundenlang am PC. Also deswegen kann man schon mal nicht davon ausgehen, dass die meisten genug Tageslicht bekommen. Wenn du mehr zum Thema Vitamin D wissen möchtest, dann schau dir unbedingt dieses Video an. Ich habe es hier unten verlinkt. Das ist Doc Felix, aus meiner Sicht super sympathisch, weil er als junger Arzt das Thema Gesundheit frisch rüberbringt. Aus meiner Sicht ist seine Art der Vermittlung super, weil er einerseits nicht langweilig ist und zum Zweiten wirklich fundiert. Das siehst du dann zum Beispiel bei solchen Erklärungen. Gibt etwas, das heißt sekundärer Krankheitsgewinn. Das ist ein riesiges Problem, denn wir haben Vorteile von Erkrankungen. Und vielleicht denkst du jetzt, wie kannst du denn sowas sagen? Krank sein ist doch immer schlimm. Das ist es auch. Es ist allerdings einfach ein Fakt. Und wir fangen mal mit dem sekundären Krankheitsgewinn an. Und der beschreibt das Hinzukommen einer Art Belohnung, wenn man krank ist. Zum Beispiel Aufmerksamkeit. Das ist im kleinen Rahmen, ist das total okay. Ja, vielleicht kennst du es auch von früher. Ich kenne das, ja. Wenn ich krank war, dann habe ich zum Beispiel mein Lieblingsessen bekommen. Ja, schreib mir doch mal, was du bekommen hast, wenn du krank warst. Ich hatte 2 Geschwister, also habe ich immer noch, ja. Vielleicht kennst du es auch. Man ringt immer so ein bisschen um die Aufmerksamkeit der Eltern. Und krank sein ist da ein einfaches Tool, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Im größeren Rahmen ist es aber so, das sehen wir auch, dass Menschen, die einen hohen sekundären Krankheitsgewinn der Kindheit haben, tatsächlich häufiger und länger krank werden. Weil die ja gelernt haben, wenn die krank sind, dann haben die ja was davon. Neben diesen fundierten Erklärungen gibt er auch ein paar praktische Tipps, zum Beispiel zum Thema Abnehmen. Faktor, denn ich habe hier einen Donut, der hat 270 Kalorien und ich würde sagen, ich kann problemlos 15 davon essen und werde nicht satt. Wenn ich aber 270 Kalorien an gekochten Kartoffeln zum Beispiel esse, dann bin ich ja viel mehr gesättigt als von einem Donut. Und genau danach haben Wissenschaftler geforscht und fanden heraus, dass unterschiedliche Lebensmittel unterschiedliche Fullness-Faktoren hatten, also anders dich satt machen. Hier hast du mal eine kleine Liste, was dich am meisten satt macht. Trotz seines Fachwissens wurde er in der ZDF-Sendung Unbubble hart angegangen. 6 Monate bin ich jeden Tag, fast jeden Tag, ins Fitnessstudio gegangen, bin geschwommen. Ich habe in 6 Monaten nur 5 Kilo abgenommen.
Und dann kommt jemand wie du daher und sagt, ich bin nicht sportlich, ich bin das nicht, ich bin das nicht. Das macht mich einfach so sauer. Lass mich bitte kurz aus. Tja, wie würdest du da reagieren? Auf das hinaus, weil mentale Gesundheit ist nämlich auch eins meiner Lieblingsthemen, sage ich jetzt mal. Da hast du natürlich vollkommen recht, gerade wenn man in irgendwie so ein Extrem sich verrennt. Allerdings, man muss auch sagen, dass auch statistisch gesehen Leute, die jetzt extrem mehrgewichtig sind, dass die eher zu psychischen Krankheiten neigen. Ihr Lieben, tut mir doch den Gefallen. Es ist nur ein Fakt, den ich bringe. Aber wir können bestimmt, ich verstehe das voll, so. Dass du in deiner... Nein, sorry. Wenn du sagst, es liegt daran, dass die diskriminiert werden und so weiter, dann würde ich einen Schritt auf dich zugehen. Hm. Du bist jetzt einen Schritt zurückgegangen, nur weil ich einen Fakt genannt habe. Und ich finde, das kann einfach nicht sein. Und wenn ich dann oder wenn wir jemand anderes eine andere Meinung hat, finde ich es auch völlig okay zu sagen, sorry, aber das finde ich nicht in Ordnung. Aber es musste eine Meinung sein. Weil gerade habe ich keine Meinung genannt. Aber das ist ein Fakt, das würde ich einfach anfechten. Da müsste man jetzt nachschauen, welche Statistik ist das, was sind die neuesten Statistiken und so weiter. Das haben wir jetzt den Raum nicht. Ja. Aber mein Punkt ist einfach zu sagen, die Narrative, die du aufmachst, ja, das ist die, dass Menschen, die mehrgewichtig sind, sind Menschen, die in der Mehrheit depressiv sind. Und das ist schwierig. Das ist ein ganz, Nein. Das habe ich überhaupt nicht so gesagt. Also, ich würde das einmal kurz an der Stelle beenden wollen, weil ich... Also wie du siehst, er kommt noch nicht mal zum Wort, aber ja, lass mal hören, wie es jetzt weiter aussieht. Kannst du das denn verstehen? Ich finde das tatsächlich sehr interessant, dass dir ein paar Mal dieses Wort, das und das sieht schöner aus oder attraktiver rausgerutscht ist. Und deswegen kannst du das verstehen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, was Tanja auch gerade gesagt hat, dass es so ein internalisiertes, also verinnerlichte Fettfeindlichkeit ist, dass du dich ertappst bei dem Gedanken, oh, ich sehe den Körper und ich gehe automatisch davon aus, er ist erstens ungesund und er ist auch zweitens weniger schön. Kannst du das verstehen? Lass uns einmal kurz dabei bleiben, bitte. Gut. Lass uns einmal kurz dabei bleiben, bitte. Also wie du siehst, Felix hat hier schon eine ziemlich interessante Diskussionsrunde überstanden, sag ich mal. Und ja, aus meiner Sicht hat er einigermaßen gut durchnavigiert. Er hätte ruhig noch ein bisschen standhafter sein können bei der einen oder anderen Stelle, aber wie ich finde, hat er sein Fachwissen eingebracht und das ist aus meiner Sicht schon mal respektabel bei so einer Fragerunde. Also wie ich finde, ist das hier nicht fair gelaufen und da muss man auch mal Respekt zollen, insbesondere Richtung Felix. Das ist Roland Liebscher erbracht. Ein Schmerzexperte, der insbesondere durch Bewegungen es geschafft hat, dass Leute besser mit ihrem Schmerz umgehen können. Und das noch nicht mal als Arzt. Er ist studierter Wirtschaftsingenieur und hat mit einer ganz anderen Perspektive das Thema Schmerz aufgearbeitet. Er hat eine super praktische Art, kurz und bündig. Und wie gesagt, wenn man das wirklich durchführt, was er macht, wird man aus meiner Sicht längerfristig viel, viel besser unterwegs sein. Dem Aufstehen, am besten jeden Morgen, vielleicht im Wechsel mit ein paar anderen Routinen. Wir fangen direkt an. Du kommst aus dem Bett raus, du stellst dich hin, du nimmst die Hände aufs Gesäß und überstreckst dich erstmal schön. Schön nach hinten gehen. Das kannst du mal selbst ausprobieren. Schreib mal in die Kommentare, wie das sich für dich anfühlt. Und sag doch mal einfach, was du machst, wenn du frühmorgens aufstehst. Nutzt du solche Routinen? Nutzt du eine Dehnungsroutine als Start in den Tag? Ich bin mal gespannt, ob du Liebscher Bracht als Kanal kennst und was deine Meinung zu dem Kanal ist. Der nächste Mann ist ein gewisser Bruch in dieser Reihe. Und zwar hat er einen anderen Zugang zum Thema Gesundheit und zwar aus der Perspektive der Natur. Er ist Ethnobiologe, seit Jahrzehnten ein Experte auf seinem Gebiet und beschäftigt sich mit der Biologie der Pflanzen, aber auch mit der Kulturgeschichte der Pflanzen und hat damit außergewöhnliches Wissen und das natürlich auch in Sachen Gesundheit. Das ist Wolf-Dieter Stoll. Wirklich, wirklich interessant, was er zu sagen hat. Der Wald ist ein Ort voller Wunder. Tut der Seele gut, tut auch dem Körper gut. Die Terpene, sagt man heutzutage, stärken das Immunsystem. Kann ich nur bestätigen. Einfach mal in den Wald gehen und die Ruhe genießen. Ohne Kopfhörer, ohne Handy. Einfach mal schauen, wie dein Herzschlag runterfährt und dein Geist sich beruhigt. Kann ich wirklich, wirklich von Herzen empfehlen. Habe übrigens ein eigenes Video zum Thema Waldbaden gemacht. Also schau gerne mal rein. Ich freue mich, dich da wiederzusehen.
so das Waldbaden. Aber nicht nur das, auch die Pflanzen im Wald, das vergessen wir meistens. Im Wald gibt es wunderbare Heilpflanzen und gerade hier haben wir den klebrigen Salbei. Und der hat eine wunderbare Blüte, das würde man gar nicht im Wald erwarten. Und das riecht dann wie Zitrone, also das ist eine ganz wunderbare Überraschung. Ist auch eine immunstärkende Pflanze, hat ungefähr dieselbe Wirkung wie der Salbei. Hier nochmal eine andere gesundheitsförderliche Pflanze aus dem Wald. Frage an dich, würdest du die erkennen, wenn du dran vorbeispazierst? Ein weiteres Pflänzchen aus dem Wald ist der Baldrian. Und der ist ja bekannt für die nervenberuhigende Wirkung. Ist nicht betäubend, ist kein Narkotikum. Es entspannt einfach. Und es regt, es wirkt auch, kann auch anregend wirken, aber für Leute, die entspannen müssen, ist es eine wunderbare Pflanze und man nimmt auch da die Wurzeln. Das ist eine ganz kleine hier. Im Mittelalter hat man das vor allem als Liebesmittel genommen. Mann und Frau in Wasser oder Wein gesotten, haben es getrunken und dann konnten sie der ehelichen Werke frönen, so heißt das. Aus meiner Sicht super interessant, wie er es schafft, den gesundheitlichen Nutzen einer Pflanze hervorzuheben und gleichzeitig die Kulturgeschichte und Nutzungsbeispiele aus einem anderen Jahrhundert zu beschreiben. Aus meiner Sicht super interessant und inspirierend. Schau gerne mal vorbei, Kanal ist unten verlinkt. Die letzte Person, die ich dir zeigen möchte, ist Patrick Heinzmann. Aus meiner Sicht super inspirierend, wie er es geschafft hat, ein Millionenpublikum zu erreichen. Wie du sehen kannst, 600.000 Bücher verkauft, eine große Anzahl von Coaching-Teilnehmern und riesen Reichweite. Also wirklich, wirklich respektabel, was dieser Mann geschafft hat. Und auch das mit einer sehr, sehr angenehmen Art, wie ich finde, Wissen informativ zu transportieren. Ich finde es super, dass er als Gesundheitsexperte den Fokus darauf legt, was man selbst machen kann. Also mit Ernährung und Sport insbesondere. Und das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Fokus, sich nicht abhängig zu machen von beispielsweise Medikamenten. Unser Körper ist darauf ausgelegt, sich selbst zu heilen. Das geschieht permanent. Er repariert äußere Verletzungen, wie einen Schnitt in den Finger, heilt gebrochene Knochen, bekämpft ununterbrochen lästige Erreger. Und du musst gar nichts dafür tun. Oder doch? Lange wurde die Fähigkeit unseres Körpers zur Selbstregeneration deutlich unterschätzt und nicht so wirklich ernst genommen. Mittlerweile nimmt aber das Bewusstsein für unsere Selbstheilungskräfte wieder deutlich zu. Immer mehr Mediziner erkennen, dass der Einfluss, den wir selbst auf unsere Gesundheit nehmen können, enorm ist. Ich glaube, allein dieser kleine Ausschnitt zeigt dir, wie sein Denken ist in Sachen selbstbestimmter Gesundheitsförderung. Außerdem deckt er eine große Reihe von Themen ab, von Schlafapnoe über Vitalpilze, über Herzprobleme, Parkinson, Stoffwechselthemen und so weiter. Das heißt, du siehst, sein Themenspektrum ist riesig. Er hat auf YouTube über 600 Videos zu Gesundheitsthemen veröffentlicht. Ein großes Archiv in Sachen Gesundheitswissen, aus meiner Sicht wirklich interessant. Das waren ein paar Beispiele von Leuten, die aus meiner Sicht einen guten Job machen, darin Gesundheitswissen auf YouTube bereitzustellen. Fehlt dir noch ein Kanal auf dieser Liste? Dann schreib's unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf deine Empfehlungen. Vielleicht kannst du mich auch inspirieren, sodass ich noch was lernen kann. Wenn du Interesse hast, im Thema Gesundheit mehr zu lernen, dann abonniere den Kanal. Ich stelle hier kompakte und praktische Gesundheitstipps zusammen, die dir helfen, selbstbestimmt deine eigene Gesundheit zu fördern. Dabei gehe ich auch auf kritische Themen ein. Also wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gib mir ein Abo und allerbesten Dank, bis bald.